Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Time. Ich weiß, ich hatte gesagt, ich setze nur einen Cut, aber ich habe mich jetzt dazu umentschieden und habe mir gedacht, komm, machst du eine neue Folge, weil das bietet sich an, weil hier, das war ja das unsere Eingangshalle, wo man hier dann so reinkommt. Hier ist ja unser jetziges Haus noch. Dann ist hier der Zylinder, wo man dann runtergeht und alles. Und hier habe ich jetzt das Labor ausgehoben und das wird jetzt heute gemacht. So, und das dafür brauchen wir Laboratory Blocks. Und was war das andere? Factory Blocks. Für den Boden brauchen wir nämlich noch irgendwas. So, und das hier ist jetzt zum Beispiel auch so ein Wartungstunnel, den ich gebaut habe. Wo wir allerdings einmal hier kurz rum müssen. So, und hier sind wir jetzt im Labor. Und das hier ist unser Treppenhaus. Das sieht ziemlich schwarz aus, weil das hier ist Black Concrete. Und ja, heute wollen wir uns hier um kümmern. Und zwar möchte ich, dass man hier reinkommt und erstmal in so einem Vorraum hängen bleibt, wo man dann da durch die Schleuse kann und da durch eine Schleuse in die Wartungsgänge rein, wo man dann sozusagen desinfiziert wird. Und der wird aus gechiselten Wood Planks gemacht. Habe ich mir so gedacht. Nehmen wir die hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier drunter kommt auch das ME-Core. Das ist dann so wie in Debitors Minecraft Time, aber ist halt einfach auch die beste Lösung. Oh, hier gibt es ja schon ziemlich viel, was ich noch nicht kenne, ne? Also ich wollte jetzt mal gucken, ob ich das hier vielleicht als Bodenbelag nehme. Ist schon wieder rausgefallen, weil es sich nicht connected.
Hätte sich das jetzt connected, wäre es mega geil gewesen. Old Fans. Nee, das auch nicht. Hier, das könnten wir. Ja, das sieht gut aus. Okay, es hat nicht annähernd gereicht. So. Zwei, drei.
So. So, jetzt gleich können wir möglicherweise doch schon die erste Maschine rüberholen. Oder wir machen heute noch mal so eine chillige Baufolge. Weil es ist auch schon echt spät. So, ich wollte euch das hier, wollte hier euch nur noch was kurz zeigen. Und zwar hier, ich habe das mit Clear Glass alles gemacht. Ich finde, das sieht mega geil aus. So, hier der Gang ist mittlerweile überflüssig. Alter, wie viel einfach. Klar, wenn ich da die ganze Zeit da am Bauen war, ist der hier durchgerödelt. Gut, ja, funktioniert auch nicht einwandfrei. Aber es dürfte ich dann demnächst auch, wenn es unter der Höhle steht. So. Das erste, was ich natürlich mitnehmen sollte, wäre der Reaktor. Aber dann ist hier tatsächlich komplett alles aus. Das heißt, die haben wir aber noch. So, das ist, glaube ich, die erste Verbindung, die ich komplett. Ups.
Wenn wir nämlich jetzt einfach eine Etage tiefer. So, die ganzen Items noch kurz einsammeln. So, dann ziehen wir jetzt noch mal kurz um. Okay, ohne die zusätzliche Energie hat es nicht funktioniert.
Also hier noch kurz die zwei fehlenden Reactor Casings geholt. Okay, so. Dann haben wir jetzt fast unser ganzes ME-System drüben. Darum wird es dann auch in einer der nächsten Folgen gehen.
So, dann haben wir jetzt beinahe alle unsere Maschinen da. Dann bauen wir jetzt gleich sogar noch eine kurze Maschine. Wo wir im Moment dann nämlich in der Lage sind, bessere Upgrades dafür zu machen. Okay, ich habe auf einmal irgendwie 64 Mushrooms. Gut. Okay, dann Thermal Expansion Induction Summit. So, dann haben wir hier schon mal einen Hardenant. Genau hier. Dark Steel oder Hardened Glas mit Lead. Also brauchen wir Obsidian, davon haben wir auch nicht mehr viel. Das heißt, wir brauchen einen Igneous Extruder. Igneous
Extruder. So, und den bauen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.